Heute habe ich 5 Tipps für dich, wie du deine Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung in den Alltag integrieren kannst. Vielleicht kennst du das auch. Du hast ein Seminar besucht oder ein Coaching bei jemandem genutzt und fühlst dich leicht und frei, weil du einiges an Ballast abgeworfen hast und dich in die richtige Schwingung gebracht hast. Und nun beginnt wieder der Alltag und die Menschen um dich herum ziehen dich herunter. Oder die Arbeit und der daraus entstandene Druck ist einfach zu stark. Du verzettelst dich im Tun und verlierst den Kontakt zu dir. Vielleicht fragst du dich auch einfach, wie du dieses gute Gefühl im Alltag beibehalten kannst. In diesem Video will ich dir zeigen, woran das liegt, dass es so schwer erscheint und was du tun kannst, um deine spirituelle Praxis auch im Alltag zu leben. Denn Spiritualität, also echte spirituelle Persönlichkeitsentwicklung und Selbstentfaltung, beginnen bestenfalls im Alltag und nicht in Ausnahmesituationen, in Seminaren oder Coachings oder Satsangs. Hallo, mein Name ist Nicole Susanne Ranke. Ich arbeite seit 30 Jahren als spirituelle Wegbegleiterin, Coach, Supervisorin, Meditationslehrerin, Achtsamkeits- und Weisheitslehrerin. Ich bilde seit 2005 andere Therapeuten, Coaches aus und arbeite auch online und telefonisch mit den Leuten. Bin also mit diesem Thema schon sehr lange mehr als vertraut. Ich beobachte in meiner Praxis genau dieses Phänomen häufiger, dass die Menschen vergessen, die Spiritualität und die tägliche Arbeit an ihrer Persönlichkeitsentwicklung und Selbstentfaltung mit in den Alltag fest zu integrieren. Heute habe ich für dich einige Tipps, wie du lernen kannst, deine tägliche spirituelle Praxis im Alltag zu integrieren und somit dein Leben diesen leichten Flow bekommt und du ihn auch dauerhaft beibehalten kannst. Erstens. Zuerst brauchst du ein tägliches Ritual, denn wir Menschen lieben wiederkehrende Rituale, also zum Beispiel eine Morgenroutine, mit der du dich auf den Tag einstimmst und dafür sorgst, in den Flow zu kommen. Du wirst dich daran gewöhnen und irgendwann fällt es dir ganz leicht, den Tag so zu beginnen. Du baust damit deine Kraft auf und schaffst eine stabile Struktur für den Tag. Beginne den Tag ganz bewusst und sorge dafür, dass du dich nicht von äußeren Umständen davon abbringen lässt. Versuche dich morgens zu zentrieren und dort zu verweilen, bei allem, was du tust. Ja? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den ich dir unbedingt ans Herz lege, weil frühmorgens entscheidet sich, wie dein ganzer Tag weitergeht. Wenn du dich morgens herausreißen lässt und schon irgendwo im Stress landest, dann wirst du ganz große Schwierigkeiten haben, diesen Punkt nochmal am gleichen Tag wiederzufinden. Mein zweiter Tipp für dich heißt Meditation. Du könntest zum Beispiel unter Punkt 1 auch mit einer Meditation beginnen oder sie sonst im Tag irgendwo dazwischen einbauen, um deine Mitte zu festigen, den Kopf zu leeren und deine Schwingung zu erhöhen. Falls du nicht weißt, wie du meditieren sollst, dann schau doch auch mein Video für die Anfängermeditation an, die Augenpause. Die eignet sich ganz besonders gut, um damit zu beginnen und sich an Meditation zu gewöhnen. Ich lehre auch in Kursen und Online-Kursen eine Meditation, mit der du lernen kannst, deine Gedanken zu kontrollieren und die Identifikation mit den Gedanken zu lösen. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir lernen, die Identifikation mit den Gedanken zu lösen. Aber da das ja nicht immer so leicht ist, gebe ich dafür einen Kurs und habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Menschen lernen das in diesem Kurs nach einer gewissen Zeit, wenn sie regelmäßig üben, tatsächlich. Wenn du Interesse haben solltest, dann schreib mich einfach an. Du kannst den Kurs gerne mal ausprobieren. Also Meditation ist ein gutes Mittel, um dich in eine gefestigte und ausgeglichene Stimmung zu bringen und deinen Geist zu reinigen. Das ist ja auch medizinisch erwiesen. Deswegen gehe ich jetzt nicht näher auf die dazugehörigen Untersuchungen ein. Das kann man ja auch nachlesen. Viele wissen das sicherlich. Deswegen erwähne ich das jetzt nur.
Mein dritter Tipp für dich: Nutze alles, was dir widerfährt, als spirituelle Übung. Spiritualität ist nicht getrennt vom Leben. Es macht nur wirklich Sinn, wenn du bereit bist, dich auch im Alltag den Herausforderungen zu stellen. Zum Beispiel, wenn etwas dich triggert, dann sagt das auch etwas über dich aus. Du könntest versuchen, die Situation aus spiritueller Sicht zu betrachten, warum dir das passiert. Und dann an deine Wunden, die vielleicht dadurch schmerzen, dass du getriggert wurdest, heilen, indem du sie dir anschaust und erst einmal annimmst, ja, und dann vielleicht sogar auch akzeptierst. Denn sie gehören im Moment zu dir. Du bist das nicht. Ja, also du bist nicht deine Gedanken. Aber abspalten und verdrängen bringt dich auch nicht weiter. Das wird den Schmerz erhöhen. Also ist es wichtig, es anzunehmen. Dann wird es leichter werden. Dazu habe ich auch eine Übung für dich in einem Video gepostet. Das ist die Loslassen-Technik. Schau es dir vielleicht später einfach nach diesem Video mal an. Mit dieser Übung gelingt dir der Prozess der Bewusstwerdung und du kannst leichter loslassen. Nun mein vierter Tipp für dich. Räucherstäbchen und Mantren machen noch keine echte gelebte Spiritualität aus. Wahre spirituelle Persönlichkeitsentwicklung beginnt immer bei dir selbst. Versuche, das Göttliche in allem zu sehen, in den Menschen, die dir begegnen. Egal, ob die Erfahrung gerade positiv ist oder nicht, für dich, aus deiner Sicht. Versuch in ihrem Wesenskern das Göttliche zu sehen, es einfach wahrzunehmen, wer sie in ihrer Seele wirklich sind. Ohne Urteil, ohne Absicht, einfach so. Dann versuch auch, das Göttliche in Pflanzen und Gegenständen wahrzunehmen. Dafür braucht es schon eine längere Praxis der Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, Meditation und Achtsamkeit. Das gebe ich zu. Das ist nicht immer ganz einfach. Ja? Ich praktiziere nun schon seit über 30 Jahren und ich kann nur sagen, das war am Anfang nicht leicht und heutzutage ist es für mich einfach etwas ganz Normales, was zu mir und zu meinem Alltag gehört. Eine Zeit ohne ist für mich gar nicht mehr denkbar, ja, des Bewusstseins und das Göttliche in allem zu sehen und einfach auch zu erkennen. Üb dich darin, denn dann lässt du wirklich auch alles los. Aber die Menschen tun sich damit sehr schwer. Gerade in Gegenständen sehen wir häufig nur Dinge und verkennen, dass es auch gestaltete und gebundene Energie ist. Mein fünfter Tipp für dich: Beobachte deine Träume. Sie sagen viel darüber aus, was in dir unverarbeitet ist und was noch Beachtung von dir braucht. Schreibe sie auf. Und versuche, die Inhalte deines Unterbewusstseins, deiner Seele darin zu erkennen. Gelebte Spiritualität bedeutet auch, bereit zu sein, die verdrängten Inhalte darin zu erkennen, wenn du dich dafür geistig, gesund und stabil hältst. Wenn du das Gefühl hast, du bist nicht stabil genug dafür, dann ist mein Rat, weil vielleicht das, was nach oben drängt, zu intensiv ist, ja, wenn du dich plötzlich mit dir beschäftigst, mit Meditationen und mit deinen Träumen, da wird viel Unverarbeitetes nach oben kommen. Das ist sicherlich auch der Grund, warum du dich so oft im Alltag ablenkst. Aber genau das will alles von dir gesehen werden. Und hol dir Unterstützung, wenn es zu viel wird, wenn du das Gefühl hast, das, was nach oben drängt, das kann ich nicht verarbeiten. Hol dir Unterstützung. Wenn es ganz arg ist, mit einer Therapie, lass dich mit einem Coaching unterstützen oder auch beides. Ja, also ich arbeite mit den Menschen genau mit solchen Prozessen und wir schauen das an. Wir gucken uns die inneren Kindanteile dahinter an, die verletzten Anteile mit innerer Anteilsarbeit und innerer Kindarbeit, mit Traumaarbeit. Mit dem Gespräch, aber vor allen Dingen auch ganz praktisch in der Heilreise zu schauen, was ist dahinter an Glaubenssätzen, an Versprechen, an alten Geschichten,
Das drängt alles nach oben und bereitet dir Unruhe, weil es einfach gesehen und angenommen werden will, damit es dann auch in Heilung gehen kann. Es kann nicht in Heilung gehen, wenn du es verdrängst. Deswegen bringt es nichts, wenn du von Seminar zu Seminar aus der realen Welt herausflüchtest, sondern du musst es hier und jetzt aushalten können, die Stille aushalten können, ja, wenn sie da ist, damit wirklich einfach in sich sein, also in Frieden sein. Und das muss man ein bisschen üben. Und ja, ich hoffe, ich habe dir heute ein paar Tipps dafür geben können. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich riesig über ein Like von dir. Und ja, vielleicht kennst du auch jemanden, der das gleiche Problem hat, der auch immer sagt, Mensch, ich kann so gut abschalten, Seminaren und Coachings und fühle mich gut und Satsangs. Aber hinterher ist es so, dass der Alltag mich wieder einholt und ich mich verliere. Dann schick das Video einfach weiter. Ich würde mich riesig mega freuen, wenn ich ganz vielen Menschen damit helfen kann. Mit meinen Techniken, da ich so viel Erfahrung gesammelt habe, kann ich ganz viel an Techniken weitergeben und möchte das gern. Und ja, abonniere gerne meinen Kanal und trag dich auch gern für meinen Newsletter ein. Den habe ich hier unten auch für dich verlinkt, damit du immer wieder neue Tipps von mir bekommst, auch wenn ich neue Kurse gebe. Ich freue mich riesig, wenn wir uns bald wiedersehen und sag bis dahin, deine Nicole.